Ja, was ist jetzt, wenn die Scheißfolie einem nicht mehr gefällt? Also in meinem Fall, ich habe jetzt hier hinten ein bisschen doof ausgeschnitten. Sieht ein bisschen kacke aus, finde ich. Also irgendwie nicht so ganz pralle. Ja, man muss sich im Prinzip nur hier eine Ecke zurecht fummeln. Und dann kann man das Ganze, wenn sie noch nicht so lange drauf ist, Stück für Stück, ansonsten reißt sie halt gerne, einfach wieder abziehen. Bei solchen Aktionen muss man immer vorsichtig sein. Hier kann es sein, dass man noch, wenn der Lack nicht ganz hundertprozentig trocken ist, auch Lack noch mit abzieht. Und was man jetzt auch noch feststellt, hier ist noch jede Menge Feuchtigkeit runter, weil ich die Folie nass verklebt habe. Also das ist das, was ich sagte mit Folie muss noch lange austrocknen. Gerade wenn es kalt ist, dauert es ewig, bis die ausgetrocknet ist. Wenn es warm ist, trocknet es natürlich schneller aus. Also sobald es warm wird, schiebe ich die Kiste raus in die Sonne und lasse die ganze Sache einfach austrocknen. Ne? So, ihr seht, tipptopp, Folie ist ab, hat bis auf das keine Spuren hinterlassen. Ne? Jetzt, oh, das war ein bisschen viel Schmackes, will ich das Ganze nochmal neu hier aufbringen. Diesmal auch ein klein wenig anders wie das letzte Mal. Vom Prinzip her reicht das schon, zumindest für die Seite. Das ist jetzt quasi wieder mein Rahmen, in dem wir hier kleben werden. So. Jetzt brauchen wir das Stück Folie und gucken mal, das wird passen. Ne? Das Ganze wird natürlich wieder gereinigt. Staub fährt fusselfrei mit dem Reinigungsbenzin. Die Folie kommt da drauf. Was man auch mit Folie machen kann, ist, man kann diese Folie vorher schon etwas erwärmen, während sie so da drauf liegt. Dann nimmt die quasi schon ein bisschen die Kontur an. So, wir müssen die Folie auch ziemlich passgenau hier wieder kleben. Das wird wieder relativ gut passen. An den Ecken muss man es wahrscheinlich noch mal ein bisschen ziehen. Hinten raus könnte ganz gut werden, ne? Also fangen wir an mit Kleben. So, jetzt föhnen wir wieder hier ein bisschen rum, ziehen hier noch ein paar Luftbläschen mit raus. Bei diesem Wiederabziehen und der Trockenverklebung muss man etwas vorsichtig sein, nicht, dass man die Folie dann zerreißt, ne? So, jetzt ist es eigentlich nur noch hier außen die Kanten ein bisschen. Und die letzte Ecke da hinten ein bisschen ziehen und dann ist schon gut. So, und dann kommt wieder der Moment, in dem der Frosch ins Wasser rennt. Machen wir erstmal so rum ein bisschen. Bazinga, da war die Folie nicht richtig durchgeschnitten. Und dann hat er zu schnell gerissen.
Ja. Ja. Ja.